Wir sind mit fast 20.000 Wohnungen Dortmunds größter Wohnungsvermieter. Ein wichtiger und großer Teil unseres sozialen Engagements ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Wir investieren in unsere Wohnungen und in unsere Gebäude, um die Energieeffizienz zu steigern und auch den Wohnkomfort für unsere Mieterinnen und Mieter zu erhöhen. Das ist uns besonders wichtig, weil ein Großteil unserer Dortmunder in unseren Wohnungen leben und das deren Zuhause ist. Eine Herzensangelegenheit von uns Vonovia hier in Dortmund ist es, Nachbarschaftsfeste zu organisieren, wo einfach unsere Mieterinnen und Mieter aus unseren Quartieren zusammenkommen, sich unterhalten, sich aber auch kennenlernen. Das finden wir besonders wichtig, um einfach das Miteinander der Nachbarn zu fördern und auch zu stärken. Das tun wir, indem wir uns auch in lokalen Netzwerken engagieren und mit anderen Akteurinnen und Akteuren dann gemeinsam versuchen, das ganze Wohnumfeld lebenswerter zu machen. Uns ist nämlich besonders wichtig, dass sich unsere Mieterinnen und Mieter nicht nur in der Wohnung wohlfühlen, sondern auch eine Verbindung zum Wohnort aufbauen. Beispielsweise haben wir im Stadtbezirk Dortmund-Mengelde mit dem Aktionsplan Soziale Stadt in Dortmund das Beratungsangebot oder das Beratungsbüro mittendrin, sogar mitten in einem unserer Vonovia-Quartiere errichtet. Da ist ein Team vom Sozialamt, vom Familienbüro, vom Jobcenter aktiv und dort werden Anwohnerinnen und Anwohner beraten bei Fragen und Anliegen. Durch unser Engagement vor Ort möchten wir den Beitrag dazu leisten, dass Dortmund weiterhin ein attraktiver Standort bleibt als Wohnort und auch als Arbeitgeber und auch, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Dortmund weiterhin wohl und sicher fühlen. Also heute findet das 15. Wohnlandstraßenfest statt. Die letzten 3 Jahre musste es leider wegen Corona ausfallen. 2006 war das das erste Mal. Und dann fand das im Hinterhof der Kneipe statt und mittlerweile, wenn ihr gleich mal schwenkt, mittlerweile ist es ziemlich groß geworden. Das Fest richtet sich erst einmal an jeden. Der ursprüngliche Sinn war, dass es für netter Bewohner ist, für netter Einwohner ist, von netten Bewohnern, also von den Vereinen für die Bewohner und eben geplant von den netten Bewohnern. Deswegen ist das auch nicht irgendwie irgendein Büro, was sich darum kümmert und nicht städtisch, sondern das ist ehrenamtlich, das ist ein Organisationskomitee, wo 5 Leute drin sind. Also einmal haben wir oben das große Kinderfest, das also ziemlich groß ist, weil die Kinder freuen sich jetzt schon darauf. Es gibt dann Informationsstände hier so zwischenzeitlich hier so in dem mittleren Bereich, Vonovia, Jumping und was weiß ich wer, da ganz viele Leute. Und unten an der Bühne ist dann ein Bühnenprogramm, Showprogramm, da wird gesungen, da stellen sich Vereine vor, sie tanzen oder singen oder das, was die Vereine gerade machen. Und können Sie noch etwas zur Kooperation mit Vonovia sagen? Wie wichtig ist Vonovia als Partner für das Wodernstraßenfest? Also ich persönlich, also als Ortsverbandsleiter der Falken, arbeite sehr gerne mit Vonovia zusammen. Das heißt, wir arbeiten schon jahrelang zusammen und es ist eine super Zusammenarbeit, eine super auch ein super Sponsoring, was also auch dabei ist.